Klimawandel, ich hör dich nach Umweltgesetzen schreien und du denkst an CO2 und rufst, bitte schränkt es ein. Weltweite Katastrophen folgen Schuld, sollen die Menschen sein. Wir wären doch zu viel gefahren und nun wird die Welt zu heiß. Und wenn wir nicht bald irgendetwas tun, dann verbrennt das Eis. Die Flut wird uns fressen und die Zukunft wird hässlich sein. Doch nein, ich sag dir, du gingst da echt am Leim, weil den Wandel nicht der Mensch erschuf. Ja, ihr denkt, ich sei hier zu selten dämlich ohne Zurechnungsfähigkeit. Doch schaut man auf das Klimainstitut, dann erkennt man gleich, was sie tun. Denn sie manipulieren die Messung, heißt es kam heraus. Es scheinen die Studien gefälscht zu sein, es lud sich ein Hacker in Computer und Rechner ein. Und nun liest den Text der CAU, wenn sie lächeln. Nein, wir verdrehen Daten, dass Temperaturen beträchtlich steigen. Hört mir zu, alles ist Betrug, der unendlich reicht. Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht. Nein! Damit halten sie die Welt nur in Angst. Und alle, die es propagieren, werden Experten genannt. Und jeder, der ihnen widerspricht, wird abgestempelt als krank. Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht. Nein! Damit halten sie die Welt nur in Angst. Doch ich spreche es an, werd abgestempelt als krank. Nur weil ich zu eigenständigem Denken gelang. Klimawandel ist normal, gab's schon, gibt's nochmal, doch dazu haben wir nichts getan. Das wird aus der Geschichte klar, man schrieb das Jahr 1100 Wärmeperiode. In Nordengland konnte man Weintrauben ernten auf dem Boden. Und das ganz bestimmt nicht wegen Ritterfabriken und wegen Schildindustrien, die dort das Klima hochtrieben. Und um 1600 war sogar die Ostsee zugefroren. Nicht weil sie damals das CO2 stoppen durch Reformen. Das ist selbst überschätzend, wenn wir denken, wir hätten die Macht, das Klima von dieser ganzen Welt noch zu wenden. Außerdem kommen nur 1-3% von den Menschen und der Rest von Prozessen, die natürlich sind, die Lügen im hirnlosen Gemäuer von diesen drohenden Heuchlern für mehr Macht, mehr Kontrolle, mehr globale Steuern. Und jeder Skeptiker wird von ihnen sofort befeuert, wird defamiert und verglichen mit einem Holocaust-Leugner. Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht. Nein! Damit halten sie die Welt nur in Angst. Und alle, die es propagieren, werden Experten genannt. Und jeder, der ihnen widerspricht, wird abgestempelt als krank. Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht. Nein! Damit halten sie die Welt nur in Angst. Doch ich spreche es an, werd abgestempelt als krank. Nur weil ich zu eigenständigem Denken gelang. Der sogenannte Konsens ist ein wohlbekannter Nonsens für die globale Kontrolle. So getarnt, als wollen sie den Mensch vor dem Ende der Welt nur bewahren. Eine mächtige Farce von dem Weltklimarat mit der Klimahysterie. Schon wieder ziehen sie alle an demselben Strang und Weltregierung ist das Ziel mit der Klimareligion. CO2, Abgashandel, Industrialisierung in das Gegenteil abzuwandeln. Mensch ist der Feind, den zu bekämpfen es heißt. Und nur kinderlos als klimafroh bedenke es gleich. Wenn du schwängst, dann schreit die Erde kränklich und weint. Was du willst, das nicht glauben, doch man hämmerst dir ein. Du produzierst nur Schaden, du machst die Umwelt nieder, du machst die Erde krank, du bist das Ungeziefer. Und es gibt nur einen Weg, die Welt hier zu bereinigen. Das Klima noch zu retten, heißt Menschen zu beseitigen. Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht. Nein! Damit halten sie die Welt nur in Angst. Und alle, die es propagieren, werden Experten genannt. Und jeder, der ihnen widerspricht, wird abgestempelt als krank. Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht. Nein! Damit halten sie die Welt nur in Angst. Ich spreche es an, werd abgestempelt als krank. Nur weil ich zu eigenständigem Denken gelang. Vor allem werden alle Menschen bald merken, dass deren Konstrukt zerfällt, so wie damals beim Waldsterben. Und jetzt sieh mal, es geht nur ums Klima, was einen Unterschied macht. Denn ich rufe niemals, mach die Umwelt nieder. Mit all den Milliarden, die sie gerade in die Sparte Klima jagen, könnte man so viele Klagen leicht und intensiv begraben. Hilft den Namen, hilf auch gerade denen, die keine Hilfe haben. Kein Dach, nichts zum Schlafen, kein Essen, nichts im Magen. Und man kann die Erde schützen, Flüsse schützen, Meere schützen. Schauen, dass die Konzerne nicht mehr Gifte in die Meere schütten. Wälder schützen, Tiere schützen, Labore verbieten, die Horden von Tieren ermorden für ihre Horrorspiele, so wie Massentierhaltung oder GMO-Felder. Es gibt so vieles auf dieser Erde, was wir noch verändern müssen. Doch wenn man mich fragt, ob ich hier Beschützer sei, sag ich Umweltschützer, ja, Klimaschützer, nein. Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht. Nein! Damit halten sie die Welt nur in Angst. Und alle, die es propagieren, werden Experten genannt. Und jeder, der ihnen widerspricht, wird abgestempelt als krank. Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht. Nein! Damit halten sie die Welt nur in Angst. Doch ich spreche es an, werd abgestempelt als krank. Nur weil ich zu eigenständigem Denken gelang.